Idee ist eigentlich langsam gekommen. Die Theorie der frequenzselektiven Oberflächen ja schon sehr, sehr lange. Es ist nur so, dass nie jemand daran gedacht hat, so eine dünne Metallschicht, die eigentlich auch durchsichtig ist, zu verändern. Sie so zu verändern, dass man das natürlich mit freiem Auge kaum wahrnimmt. Technische und physikalische Sicht klang alles sehr logisch und nachvollziehbar. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, gut, dann starten wir ein gemeinsames Innovation. Die laufende Zusammenarbeit eigentlich mit der Mobility und dem Herrn Matschki, wo man sich immer wieder austauscht, also die Schmerzpunkte, die beim Kunden da sind, hat dann irgendwie sehr gut gepasst. Wir haben das Simulations-Know-how und sind dadurch in der Lage, die Struktur für ein bestehendes Scheibenpaket optimal anzupassen. Und dadurch wird das Maximum aus der Kombination von Scheibe und Struktur rausgeholt und der beste Empfang für den Fahrgast ermöglicht. Die feinen Linien, die man, wenn man genau hinsieht, sehen kann, dadurch können sich die Funkwellen ausbreiten. Wir sind einmal im Projekt RRX auch am Entwicklung herangegangen und entsprechend unsere Erfahrungen und Messergebnisse aus den Versuchsfahrzeugen, die wir gehabt haben, präsentiert. Die Herrschaften der DTB waren recht offen für diese Innovation und haben den Vorschlag begrüßt, dass man in dieses Fahrzeug diese Scheiben einbauen. Und das ist das erste Fahrzeug in Deutschland, das eben mit diesen High-Fields unterwegs ist. Der Erfolg des Projekts, dass wir hier multidisziplinär zusammengearbeitet haben und über die Fachgrenzen hinweg eine gemeinsame Lösung und gemeinsame Strategie entwickelt haben. Und wenn man es heute dann hier im Zug sehen kann, ist es natürlich ganz besondere Genugtuung. Siemens. Ingenuity for life.